Heute muss man in der Branche ständig neue Ideen haben, um ein Produkt stark zu machen. So gibt es seit einigen Jahren in Düsseldorf einen Menge Senfspezialitäten. Für jeden Geschmack etwas. Stark zu machen. So gibt es seit einigen Jahren in Düsseldorf einen Senfladen mit jeder Menge Senfspezialitäten. Bevor so etwas auf den Markt kommt, ist viel Arbeit nötig. Die Basis einer Senfpraline ist nach wie vor Schokolade. Und eine Trüffel. Jetzt, also 26. Jetzt, also 26 Grad, okay. Dann fülle ich schon mal rein. Ne? Die Menge war ja klar, ja, die hatten wir ja durchgesprochen. Ne? Das ist von der letzten Lieferung der Senf, ja? Mhm. Ja, okay. Gut, gut umrühren, Klaas, ja, damit wir da nachher keine Rekonstruktion haben. Ja, und die nächste Reihe. Das ist ganz scharf. Masse und
dann die richtige Kombination zu finden. Das war unsere Aufgabe dann im Labor von Löwensenmasse. Wir haben doch circa ein halbes Jahr, also sprich 6 Monate, das war unsere Aufgabe dann, natürlich nicht täglich, ja, aber immer. Wir haben doch circa ein halbes Jahr, also sprich 6 Monate, das also auch an den Verbraucher weitergereicht werden kann. Ach, Senfpralinen, ja, was soll ich denn da zusammen? Das also auch an den Verbraucher weitergereicht werden kann. Ach, Senfpralinen, ja, was soll ich denn da zusammen? Teilweise ein angenehmer Geschmack, also die Süße mit dieser Schärfe verbunden, also eine Bitterschokolade mit dieser. Die Produktentwicklung von Senfspezialitäten oder solchen Dingen wie der Senfpraline, die es jetzt bei uns zu kaufen gibt, dazu ist es ein. Die Produktentwicklung von Senfläden, das ist eine Idee, die hier im Werk so entwickelt wurde. Man hat irgendwas ist eigentlich gekonnt im Archiv, alte Senfläden, Packungsmaterialien, alte Steingut-Töpfe und Werk so gesagt. Das ist doch eigentlich, was man den Leuten eigentlich mal uns im Archiv alte Unterlagen, interessante Objekte, Packungsmaterialien, alte Steingut-Töpfe und Gläsern hat gesagt. Das ist doch eigentlich, was man den Leuten eigentlich mal zeigen könnte, weil es sind sehen konnte, dann haben wir interessante Objekte, wie es das früher in Düsseldorf gab und eröffnen wieder mal ein Senfgeschäft. Das haben wir sehen konnte, dann haben wir gesagt, warum machen wir sowas nicht einfach mal wieder, wie es das früher in Düsseldorf gab und eröffnen wieder mal. Das ist jetzt der Domsenf. Tatsächlich, die Senfspezialitäten aus Düsseldorf sorgen sehr. Und die Resonanz darauf war eigentlich überwältigend. Das ist jetzt der Domsenf. Tatsächlich, die Senfspezialitäten aus Düsseldorf sorgen selbst in einem Senfgeschäft in Köln für Begeisterung. Oh, hör mal, die Sonne geht auf. Aber gut. Aber jetzt stell dir vor, da drunter schön einen halben Hahn, ein Stückchen Käse oder Blutwurst. Ne? Ja. Das ist hervor.